Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Video für euch. Diesmal machen wir eine Grußkarte im quadratischen Format. Hierfür habe ich mich für Stanzelemente als Focal Point oder halt mein Mittelpunkt der Karte entschieden. Ich bin ein großer Fan von Fadengrafik oder Sticken auf Karten, je nachdem wie man es bezeichnen mag. Und ich finde super, dass große Firmen wie Spellbind das inzwischen auch mit Stanzelementen rauskommen, die halt auch schon die Lochung mit drinnen haben. Ich habe die Zahl 65 dreimal jeweils ausgestanzt, das heißt dreimal die 6, dreimal die 5. Ich habe mich diesmal für etwas stärkeres Papier entschieden. Es ist im Grunde ein Verpackungsmaterial, das ist halt in Kraft oder Kartonbraun, je nachdem, wie man es bezeichnen mag. Ich habe für die erste Schicht, die ich tatsächlich aussticken möchte, hier angefangen, die ganzen Löcher frei zu machen. Die sind relativ groß, das heißt, ich konnte auch mit meinem Doting-Tool, oder wie sich das nenne ich, Doting-Tool, das ist so ein Nagelstift, Werkzeug, wie auch immer, konnte ich die Löcher jetzt frei machen. Und die anderen zwei Schichten, die klebe ich jetzt schon tatsächlich mit Flüssigkleber aufeinander. Ich werde zum Beispiel an diesem Projekt auch 2 Tage wieder dran sitzen. Die Buchstaben trocknen bei mir über Nacht. Dann bin ich auf jeden Fall sicher, dass die fest sind. Für die letzte Schicht habe ich dann Transparentpapier verwendet. Also die Stanze kommt quasi mit Zahl und gleichzeitig auch mit Schatten. Und den Schaden könnt ihr natürlich auch aus anderen Papieren ausstanzen. Ich fand halt in dem Fall Transparentpapier sehr passend. Und wie immer kommt dann bei mir Gewicht obendrauf. Ich habe 2 Glasblöcke, einmal ein Herz und einmal ein Rechteck. Und die benutze ich halt sehr oft. Ja, und die erste Schicht, die müssen wir natürlich ausstecken. Ich habe mich hier für Metallic Garn entschieden. Das habe ich damals bei Lidl gekauft. Das kommt schon quasi als Doppelband, beziehungsweise es ist zweifach auf der Spule schon drauf. Dafür braucht ihr natürlich eine feine Nadel, wo natürlich aber auch das Band durchpasst. Ihr braucht nicht zu knoten, ihr kennt das ja vielleicht schon. Wir benutzen hier tatsächlich Tesafilm, da wir aber die Fläche relativ klein haben, müssen wir auch so ein Stück Tesafilm dann in 4 Teile teilen und kleben uns das Ende vom Band quasi dann hinter der Zahl. Ich habe mich da ein bisschen schwer getan am Anfang. Das hat wirklich Ewigkeiten gedauert, bis ich irgendwie den Anfang gefunden habe. Habe ich mir gedacht, ja gut, ich hole euch näher dran, weil jetzt geht es ums Sticken selber. Das Muster ist nicht schwer. Das heißt, hier habe ich auch wieder irgendwie angefangen, von vorne zu sticken, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich von hinten anfangen muss. Naja, jeder Anfang ist schwer. Wie gesagt, 3 Anläufe hat es bei mir gedauert, weil ich das halt auch nicht jeden Tag mache. Und ja, man lernt aus seinen Fehlern. Also ich finde auch, manchmal ist es auch wichtig, Fehler zu machen, weil nur so lernt man draus. Und dann heißt es eigentlich nur in die Mitte einstechen oder aus der Mitte aus sticken wir nach außen. Es ergibt sich so eine kleine Blume bzw. ein Stern, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Ist eigentlich total simpel. Ich hatte übrigens den Faden doppelt gelegt. Ich weiß gar nicht, ob man das genau jetzt erkennen konnte. Insofern ist der Faden jetzt vierfach. Bei Metallic Garn ist das leider gar nicht so einfach, damit überhaupt zu sticken. Da müsst ihr euch schon auf gewisse Schwierigkeiten einstellen. Es verheddert gerne, es verdreht sich. Am besten den Faden auch nicht zu lang lassen. Hier ist mir das Licht ausgegangen. Bisschen technische Schwierigkeiten so am Anfang. Ja, es ist Videodrehen ist nicht immer so problemlos, wie man es gerne vermitteln möchte. Und wir machen das halt den ganzen Kreis drumherum. Und dann natürlich das Ganze wieder mit Tesafilm sichern, den Faden abschneiden, beim nächsten Blümchen ansetzen, wieder festmachen und wieder von hinten nach vorne durchstechen.
und wieder im Kreis weiterarbeiten. Immer wieder zurück zur Mitte. Ich werde euch die Bezeichnung von dem Stanzset in die Infobox packen. Ich sag mal so, es fällt mir schwer. Also Links werdet ihr von mir nur bekommen von The Paper Shelter, weil ich da tatsächlich im Designteam bin. Sonst verlinke ich nur noch meinen Blog und meinen Instagram-Account. Ich möchte euch nicht dazu animieren, alles kaufen zu müssen. Es ist, dient als Inspiration. Ihr könnt zum Beispiel auch so eine Idee zum Beispiel von meiner Seite, wenn ihr Zahlen als Stanzelemente verwendet, ohne das Sticken, sieht das auch super toll aus. Ihr könnt das auch vorher einfärben, ihr könnt das embossen, ihr könnt es prägen, ihr könnt die Zahlen auch mit Stempeln, mit einer Struktur versehen. Ihr könnt das quasi umgestalten und ein bisschen anders denken. Ihr könnt so viel mit euren Stanzschablonen machen. In dem Fall ist es einfach so, ich habe mich so direkt da rein verliebt. Also es gibt ein paar Alphabete, die ich quasi sofort haben musste. Oder Zahlen, wie in dem Fall. Das, was übersteht an Tesafilm, schneide ich mit der Schere natürlich weg, bevor ich das dann aufklebe. Das heißt, die Zahl, die wir uns vorher vorbereitet haben mit dem passenden Schatten, die ist ja inzwischen schon ein bisschen mit Kleber angesetzt. Da kommt jetzt die letzte Schicht obendrauf. Dadurch, dass wir das aufeinander kleben, sieht man auch nicht, wie es hinter der Zahl aussieht. Und mit Tesafilm ist das alles relativ gut zu verstecken, dadurch, dass es flach ist. Wie ihr seht, ganz andere Beleuchtung. Wir sind nämlich in Tag 2. Ich habe das über Nacht stehen lassen. Die Nummer 6, das Aussticken, habe ich auch weggelassen. Im Grunde ist das alles dasselbe. Ihr habt nur statt 3 Blümchen wie bei der 5, habt ihr 5 Stück insgesamt. Ich habe mich entschieden, ein Kartenrolling von Action zu benutzen und wollte das Ganze so schon mal matten und festgestellt, ja, so 15 cm, wie das eigentlich sein sollte, passt nicht ganz. Das ist kürzer. Also habe ich meine Mattung nochmal um 2 mm gekürzt. Müsste also um die 14,4 sein. Und das ist einfaches Tonpapier bzw. Druckerpapier in 100er Grammatur. Und darauf wollte ich gerne etwas prägen. Habe hier ein 80 Gramm Druckerpapier in Creme. Davon habe ich ganz große A3-Bögen und ich benutze das halt einerseits gerne. Andererseits habe ich so viel davon, dass ich dann wahrscheinlich noch meinen Enkeln was von vererben kann. Und ja, ich habe hier eine Prägefolie von Stamping Up. Die habe ich mir ausgesucht. Ich habe bei einer Challenge einen Gutschein gewonnen und das war jetzt sozusagen das, was ich mir ausgesucht habe, ist aus dem Jahreskatalog. Eine Prägefolie, die hat mir sofort gefallen. Die hat so ein bisschen Vintage-Effekt. Das heißt, es ist eine 3D-Prägefolie. Die sind sowieso etwas anders und tiefer. Aber das ist unterbrochen. Das hat kein durchgehendes, gleichmäßiges Muster, sondern tatsächlich auch so Risse drin, was das Ganze irgendwie interessanter macht. Ich habe die öfters bei anderen gesehen und dachte, ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich die gerne haben wollen. Da aber 14 cm mit meiner Stanz- und Prägemaschine gar nicht funktionieren würden, zweifach zu prägen, weil das Blatt zu weit rausguckt und die Prägefolie quer nicht reinpasst, habe ich mir einfach jetzt beholfen. Ich habe jetzt das glatte oder das nicht geprägte Element einfach mit einem Lineal weggerissen, habe mir dann bei meinen Resten ein Stück Papier rausgesucht, was farblich dazu passte. Das war jetzt auch Verpackungsmaterial, irgendwie Rückseite von einem Papier-Designblock. Habe das Ganze dann auf 14 cm gekürzt und die Breite halt angepasst. Da seht ihr, das war meine Tüte mit meinen, sag mal, cremefarbenen Resten. Ich behalte ja ziemlich alles. Und jetzt gucke ich dann meine Stanzschablonen durch, welche ich denn gerne unter diese Zahl habe, weil bis jetzt die Grundidee steht. Ich weiß zwar, dass die Karte quadratisch werden soll, dass ich die Zahlen schon fertig habe und Creme, Braun, Gold sozusagen meine Hauptfarben sind. Hier habe ich eine Stanzschablone von Nelly Snellen mir ausgesucht. Gucke in meinen Resten an Aquarellpapier, das ist vom Action, dass ich halt ein großes Stück habe, wo ich auch das Ganze auskurbeln kann, bevor ich irgendeinen neuen Bogen anschneide. Ist es eigentlich immer grundsätzlich so, dass ich dann tatsächlich in meinen Resten erstmal gucke und oft finde ich auch tatsächlich auch was, was passt.
Das, was jetzt überbleibt, wird natürlich aufgehoben. Ich habe hier die Elemente, die rausfallen sollen, weggedrückt. Die Kreise hebe ich tatsächlich auf. Ich weiß ja nicht wofür, aber die habe ich erstmal an die Seite getan. Und auch die Kreise aus der Stanzschablone, weil die ist halt, da ist noch einiges drinnen geblieben. Je nachdem, welche Stanzschablonen, manche haben da ja wirklich noch nicht mal Löcher drinnen, dass ihr die vernünftig rauskriegt. Müsst ihr mal gucken. So, natürlich immer, wenn möglich, den Arbeitsplatz frei halten. Hier seht ihr, das war ein Tonic Studios Kit mal. Ich habe die aufgetrennt und in meine Restpapiertonne geschmissen. Das heißt, auch das wird weiter verwurstet. Habe jetzt halt die zweitgrößere Stanzschablone aus demselben Nelly Snellen Set genommen und mir die Mattung halt jetzt aus dem Karton gestanzt, weil das halt auch der gleiche Karton ist, aus dem die Zahlen bestehen und auch der Kartenrolling eigentlich in derselben Farbe ist. Und Wiederholung ist eigentlich immer so ganz angenehm fürs Auge und ich finde, also normalerweise arbeite ich gerne mit einer Farbe oder zwei oder ich nehme halt so wie jetzt neutrale Farben, da ist das auch nicht so schlimm und da ist Craft bzw. Gold mein Highlight. Ich habe hier noch ein komplett neues Stempelset für mich. Das heißt, ich habe es noch nicht mal geschafft, irgendwie das vernünftig einzutüten. Das war irgendwie nach Weihnachten gewesen, meine ich. Ich reibe das einmal mit den Fingern weg, sozusagen einmal die Oberfläche ab, weil nach dem Produzieren entsteht irgendwie so ein Film, der das Halten der Tinte irgendwie so ein bisschen zurückhält. Ich habe hier Versafine verwendet, weil ich gedacht habe, ich embosse mir das Ganze. Das ist so ein feiner Schriftzug. Und ich habe dafür das geprägte Papier verwendet. Ich sehe schon jetzt, dass mir das, was ich jetzt mache, nicht wirklich gefällt. Nicht so aussieht, wie ich es gerne hätte. Natürlich liegt es daran, dass das Papier nicht glatt ist. Ihr müsst quasi immer so ein bisschen bedenken. Aber ich habe jetzt das quasi in dem Fall gerettet. Ich habe einfach mein Papier in das Stempelkissen reingesetzt, habe dann jetzt das Embossingpulver in Gold drüber gestreut und behelfe mir halt damit. Es ist natürlich einfach, die Fehler rauszuschneiden und zu sagen, ja, das ist eine perfekt gewordene Karte, so wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Nein, es ist immer ein Prozess. Ihr fangt irgendwo an und arbeitet euch Schritt für Schritt. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, müsst ihr halt einen Weg finden, wie ihr das kaschieren könnt oder anders umsetzen könnt. Ich habe mir gedacht, ja gut, wir haben ja noch eine glatte Fläche. Das ist Verpackung, die ich vorher zurechtgeschnitten habe. Wir können da halt den Schriftzug embossen. Auch wieder mit Versafine das Ganze abstempeln. Pulver rein, beziehungsweise in dem Fall andersrum. Ich habe es ins Pulver reingehalten, ein bisschen abgeklopft, damit das halt nur da klebt, wo es kleben soll. Und mit dem Embossingföhn das Ganze natürlich erhitzen, damit die Prägung richtig rauskommt und das Pulver halt schmelzen kann. Alles, was über ist, wird bitte natürlich auch auffangen. Ihr könnt damit noch jede Menge embossen. Wie immer reinige ich meine Stempel, bevor ich sie wegtue und sofern möglich halt natürlich in die Originalverpackung bzw. meine Aufbewahrung, je nachdem wie das ist. Das war halt ein Stempel, der hat es tatsächlich direkt auf eine Karte geschafft, bevor er überhaupt eingetütet worden ist. Das passiert selten. Ich habe mich dann entschieden, das Papier noch ein bisschen am Rand einzufärben. Dafür benutze ich ganz gerne das Vintage-Foto. Das ist eins meiner Lieblingsbrauntöne. Und ein Fingerdobber, das heißt so ein Schwämmchen für den Finger. Den habe ich von Action aus einem Stencil-Set. Und färbe natürlich auch dann den Streifen ein. Da ich mich später dazu entscheide, das Ganze auch zu vernähen, wird auch hier wieder mit Klebestift gearbeitet. Somit verhindere ich einfach, dass meine Nähnadel kaputt geht, verklebt oder ähnliches. Und das mache ich halt schon seit Jahren und das funktioniert für mich super gut. Auch wenn das jetzt nicht so aussieht, als ob das super halten würde. Ich habe in der Zwischenzeit auch, wie gesagt, genäht. Habe dann tatsächlich auch eine neue Naht für mich ausprobiert. Ich habe die Nähmaschine schon seit 20 Jahren und es gibt immer noch Nähte,
wo ich mich halt nicht dran getraut habe oder wie in dem Fall einfach noch nie einfach auch gewechselt habe. Man arbeitet irgendwie im gleichen Trott und fährt sich dann irgendwie fest. Das, was funktioniert, wird wiederholt, wiederholt, wiederholt. Aber ja, ab und zu traue ich mich dann auch selber was Neues. Und das ist auch eigentlich totaler Blödsinn, dass man sich dann selber irgendwie so im Weg steht. Aber ich fand, anstatt einem normalen Zickzack, so wie immer, habe ich jetzt den zweifach oder dreifach, ist das sogar, verwendet. Das kann meine Nähmaschine einfach nur, wie gesagt, nutze ich zu selten. Ich nähe damit tatsächlich nur Papier. Von Create a Smile habe ich hier ein Stempelset ins Video gehalten. Das hat ganz viele nachträgliche Glückwünsche und ich habe mir davon eins ausgesucht und habe wieder meine Papierstreifen rausgeholt, um das Ganze dann halt abzustempeln, weil für so einen Spruch braucht man dann wirklich keinen neuen Bogen Papier anschneiden. Und wenn man so wie ich alles aufbewahrt und quasi schon fast in passender Größe oder Breite, ja, dann sollte man es auch nutzen. Ich habe hier das Alcavil Ink in Espresso benutzt. Ich weiß nicht warum, aber mit den Alcavil Ink Sprüche stempeln funktioniert für mich irgendwie nicht so wirklich. Ich habe das Ganze umgedreht, nochmal versucht. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist ein neuer Polymerstempel. Das heißt, er braucht erstmal intensive Liebe und man muss ihn öfters abstempeln, bevor man sozusagen ein vernünftiges oder richtig gutes Abbild kriegt. Ich habe dann gedacht, ja gut, wir versuchen es einfach mit einem anderen Stempelkissen. Wenn das jetzt hier dreimal mit demselben nicht funktioniert, ist ja doof, das Ganze noch ein viertes, fünftes, sechstes Mal zu starten. Also habe ich gedacht, ich probiere einfach was anderes und hole mir ein Memento. Wie ihr seht, so ganz viertes Mal. Also ich bin hartnäckig. Ich gebe nicht immer so schnell auf. Aber da mir schon beim letzten Video das Ganze irgendwie passiert ist und ich nicht glücklich damit war, habe ich gedacht, gut, einmal sauber machen, anderes Stempelkissen ausprobieren. Vielleicht geht es ja dann besser. Die Bestandteile von Alcavil Ink und von Memento sind halt verschiedene. Und je nachdem, ich meine, ich möchte es hinterher nicht mit Wasser besprenkeln oder sonst was. Deswegen ist auch ein Memento mehr als geeignet. Memento ist wasserlöslich, Alcavil Ink nicht. Und ich habe hier, ich glaube, Kakao müsste es sein. Ich habe das abgestempelt. Das Druckergebnis war super. Also das Abgestempelte war leserlich, aber es war mir zu hell. Es war nicht so dunkel, wie ich es gerne gehabt hätte. Also habe ich das ein zweites Mal eingefärbt. Da ist halt auch die Stempelhilfe genial. Aber wie ihr seht, erster Anlauf und schon natürlich, weil ich auch vorher damit gearbeitet habe und den Stempel mehr oder weniger vorbereitet oder eingefärbt habe. Naja, aber vielleicht wäre es auch ein Tipp für andere, die halt am Verzweifeln sind und merken, mit ihrem Stempelkissen kommen sie nicht weiter. Einfach ein anderes ausprobieren. Zumindest je nachdem, was man macht. Bei Sprüchen ist das ja wirklich relativ egal. Ich würde halt hier auch kein Distress-Stempelkissen benutzen, weil Distress sind dafür einfach nicht geeignet. Die stempeln nicht flächig. Da habt ihr dann halt den gerissenen, kaputten Effekt. Wenn ihr das wollt, ist das super, aber für einen sauberen Abdruck ist das nicht geeignet. Zum Ausstanzen wollte ich erst Label-Standschablonen von Create a Smile benutzen und habe dann festgestellt, es ist irgendwie alles zu eng und habe mich dann für Streifen-Standschablonen mit Nahtkante entschieden. Die habe ich von Pinkfresh Studio, glaube ich. Und habe dann einfach am Spruchanfang sozusagen oder am Ende angesetzt und mir das Ganze noch mit derselben Standschablone gekürzt. Da müsst ihr halt gucken, dass euer ausgestanztes Stanzelement wirklich in der Standschablone liegt, damit ihr keinen doppelten Schnitt habt. Und nur vorne einmal quasi kurbeln, den Anfang und wieder rausholen. Aus den Resten, die ich quasi beim Fallstempeln produziert habe, stanze ich nochmal die gleiche Breite, damit ich das halt übereinander leeren kann. Da ist es auch egal, ob das jetzt leserlich ist oder nicht. Das ist einfach nur, um zu schichten. Dann nehme ich mein gutes Stanzelement und nehme Tiki Glue von Action.
aus meiner kleinen, feinen, präzisen Flasche, verteile den Kleber und setze das Ganze halt auf das Papier und schneide mir den Überrest einfach ab. Dann nochmal Kleber drauf, auf den anderen Streifen draufsetzen, wieder den Überrest abschneiden. Bei so einfachen Formen wie Rechtecken ist das ja auch relativ simpel. Nur die Breite musste halt passen, deswegen habe ich das Ganze dann halt auch gestanzt. Dann wieder mit Gewicht drauf und einfach trocknen lassen. Ich habe mich entschieden, dass das Garn oder das Metallic-Garn, was ich zum Sticken benutzt habe, auch dreimal um meine Karte zu wickeln, um einfach das Ganze zu wiederholen oder halt das Element Faden nochmal reinzuholen. Ich habe auch hier Rubbelbilder von 49 Market. Ich habe mich halt für die braune Variante entschieden. Ich habe die irgendwie in drei Farben. Habe dann zuerst gedacht, muss ich mir das zurechtschneiden oder wie mache ich das jetzt? Ich muss sagen, meine letzte Begegnung mit Rubbelbildern ist schon wirklich Jahre zurück. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wir können das einfach auch direkt übertragen. Leider ist meine Kamera ausgefallen, dass man das Prägen oder das Übertragen nicht gerade sieht. Deswegen dachte ich, ja gut, wir machen das gleiche nochmal. So ein kleines Element. Habe hier mal einen Falzbeil genommen und einfach die Stelle, die mir gefallen hat, einfach übertragen. Das heißt, einfach mit Druck reiben und dann habt ihr das. Und dann habe ich festgestellt, ja gut, wenn ich das hin und her drehe, so wirklich viel erkennt man dann hinterher nicht davon. Aber ich wollte es gerne mal ausprobieren und ich fand das einfach auch später passt das sich einfach ins Bild, auch wenn man das jetzt, sage ich mal, wenn man das Video vielleicht jetzt nicht sieht, nicht erkennen würde oder kein, ja, wenn man die Produkte nicht kennt, vielleicht nicht wissen würde, dass es so ist, dass man das gerubbelt hat. Beim Flüssigkleber habt ihr noch ein bisschen Zeit, um das Ganze noch zu bewegen. Jetzt natürlich wieder mit Gewichten arbeiten, dass der Kleber richtig ansetzen kann. Ich habe mich dann entschieden, ich kann schon mal das Ganze auf mein Kartenrolling fixieren, schneide mir hier so eine Mattung, beziehungsweise nicht Mattung, sondern aus Pappe, meine Zwischenschicht, die ich dann zum Kleben benutze, damit der Aufleger dann auch wirklich flach bleibt, weil ich bin, was das angeht, kein großer Fan von Schaumklebeband. Meistens ist es auch wirklich dicker als das, was ich an Pappe hier habe. Klebe das Ganze mit doppelseitigem Klebeband, ziehe die Folie ab und kann dann Flüssigkleber oben drüber und auf dem ganzen Papier verteilen. Ich mache das halt gerne flächig, aber ihr könnt, denke ich mal, das ganz gut erkennen, dass die Dosierung vom Kleber jetzt wirklich sehr fein ist. Also das sind ganz feine Linien. Einfach auf die Rückseite von meinem Aufleger auftragen. Das war übrigens auch eine Rückseite von einem Action 15x15 Block. Ich habe die ja vor Jahren mal komplett alle auseinandergenommen, habe die farblich sortiert oder nach Thema und habe die halt in meinem Regal jetzt als einzelne Bögen. Und jetzt weiß ich auch, wie viel Papier ich eigentlich tatsächlich zu Hause habe und kaufe deswegen halt kein Designpapier mehr, weil das sind Unmengen, die ich wahrscheinlich selber nie verarbeiten kann. Und dadurch, dass ich halt sehr viel auch mit meinen Resten arbeite, ja, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt irgendwann zustande kommt, dass ich mein Papier aufbrauchen könnte. Ich glaube eher nicht. Der Kartenrolling hat so kleine Pinöckel meiner Seite, die schneide ich gerne ab, weil ich hätte gerne einen glatten Rolling. Und das entsteht wahrscheinlich bei der Produktion. Ich denke mal, die werden das irgendwie aus Papier ausstanzen. Und ja, das ist ja jetzt kein großer Aufwand, die wegzuschneiden. Und jetzt fangen wir schon an, unsere Elemente zu schichten. Ich habe mich entschieden, hinter dem weißen Kreis noch ein bisschen das Ganze zu erhöhen. Das ist auch wieder ein Stück Pappe. Millimeter hoch allerhöchstens. Das ist meine Kiste mit recycelten Papieren und das ist meine Kiste mit Transparentpapieren. Ich
hebe ja so ziemlich alles auf und wie ihr seht, man kann auch noch die kleinsten Stückchen noch irgendwie mit auf das Projekt setzen. Ich fange mit Transparentpapier an und setze dann halt links und rechts mit Tesafilm das Ganze fest. Reiße mir dann halt das Transparentpapier, weil die gerissene Kante finde ich persönlich schöner. Das sieht irgendwie auch wie gewollt aus. Hier habe ich ein Stück von einem alten Buch und auch da zerreiße ich mir tatsächlich nur ein paar Schnipsel, weil ihr seht ja nicht für mich nicht wirklich viel. Es lohnt sich dann nicht, eine ganze Seite dahinter zu setzen oder ein großes Stück. Wir konzentrieren uns quasi nur auf das, was sichtbar ist und das kann ich dann auf der Rückseite, ohne dass man es erkennt, mit Tesafilm gut fixieren. Auch die Wellpappe, das war irgendein Verpackungsmaterial. Ich fand es irgendwie ganz schick, deswegen habe ich es aufgehoben. Und jetzt überlege ich, ob da jetzt noch ein Stück Pappe drauf soll. Und ich habe mich entschieden, nochmal das Ganze zu erhöhen. Auch hier benutze ich wieder doppelseitiges Klebeband vom Action. Das ist so ein Tissue-Klebeband. Das heißt, man kann es auch super gut reißen. Da muss man auch nicht mit der Schere hantieren. Und die letzte Schicht dann natürlich auch wieder mit Kleber, auch an der Seite. Kleber großzügig verteilen und dann einfach auf den Kreis aufdrücken. Jetzt gucke ich, wie mein Spruch dazu passt. Das ist ja auch so immer so, dass mein Vorgehmanöver, entweder man hat ein Stanzelement als Hauptmotiv oder man hat ein koloriertes Motiv und einen Spruch. Wenn das einen Platz gefunden hat auf der Karte, da kann man sich dann halt mit der Deko großzügig austoben. Ich habe den Metallic Garn jetzt zweimal zu einer Schlaufe gewickelt, habe das Ganze mit Tesafilm jetzt auf der Rückseite fixiert und erhöhe das Ganze wieder mit Pappe und das Ganze natürlich wieder mit doppelseitigem Klebeband und mit Flüssigkleber. Ich habe mich entschieden, das Ganze noch ein bisschen in die Breite zu ziehen, indem ich halt noch weitere gerissene Reste quasi noch dahinter klebe. Einmal Wellpappe und dann hier wieder eine Buchseite oder ein Stück von einer Buchseite, um genauer zu sein. Und ich glaube, Transparentpapier kommt dann auch nochmal zum wiederholten Einsatz. Alles, was sich wiederholt, ist einfach schöner. Und jetzt bin ich soweit zufrieden mit der Breite und mit dem Hauptelement sozusagen und klebe das jetzt fest auf meine Karte. Beim Transparentpapier müsst ihr halt immer gucken, dass ihr dann nur da Kleber auftragt, wo ihr sicher sein könnt, dass das halt nicht über, also nicht durchscheint. Kleber neigt sich halt wirklich auf Transparentpapier zu wellen. Hier habe ich dann mein Herz draufgelegt aus Glas, um dann das Ganze anzusetzen. Ich habe euch, glaube ich, in einem Video schon gezeigt, dass ich meine Reste auch in Sortierboxen habe und habe mich dann entschieden, aus meinen Boxen noch was rauszuholen, um meine Karte zu dekorieren, ohne groß jetzt selber kurbeln zu müssen oder irgendwelche Elemente zu stempeln, zu stanzen. Da sind so kleine Fännchen, die sind von Magnolia. Das ist ein Element von einem Stanzset. Die habe ich halt auf meine Karte geklebt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich erwähnt habe, vor dem Nähen habe ich mich auch kurzzeitig entschieden, einfach ein paar Washi-Tape in Gold mit einzuarbeiten. Das sind meine Blätter. Ich habe hier welche aus Transparentpapier. Ich habe hier welche, die sind weiß embossed auf Laminierfolie und ich habe dann auch ganz viele in verschiedenen Farben. Da waren jetzt auch Elemente dabei, die ich zumindest die auch später auf der Karte landen wird, die hole ich jetzt raus. Das sind gestempelte Motive. Ich meine, das waren Holzstempel von Action vom letzten Jahr. Die habe ich einfach in Braun gestempelt auf Aquarellpapier und dann relativ
konturnah ausgestanzt nicht, mit der Schere ausgeschnitten. Und jetzt spiele ich das dann so ein bisschen hier mit den Elementen rum. Wo kann ich die Blätter verstauen? Wie wird das gut aussehen? Dass es auch halt auch wieder wiederholt. Das heißt, dass die Motive bzw. die Blätter sich ähneln. Und da ist das wie bei vielen Sachen, lieber dreimal rumexperimentieren, rumprobieren, bis man zufrieden ist und einmal aufkleben. Hier arbeite ich mit Flüssigkleber und stecke das halt Schicht für Schicht zwischen meine Elemente und gucke, dass das halt auch nicht zu lang wird, dass die Karte nicht, also dass der Rahmen der Karte nicht überschritten wird. Wie ihr gesehen habt, habe ich auch eine Blattranke auseinandergeschnitten, dass ich dann halt dann drei Elemente draus hatte. Das Ganze auch auf der Seite. Das hier ist Transparentpapier, Gold embossed. Ein Blatt aus irgendeinem Projekt, was ich hatte. Es war irgendwie zu lang, deswegen habe ich das jetzt passend gekürzt. Und so finden halt auch meine Reste immer wieder Verwendung und es ist, ich sag mal so, es ist irgendwie kreativ, sich selber einzuschränken, anstatt immer wieder was Neues rauszuholen, sondern mit dem zu arbeiten, was man dann tatsächlich auch da hat. Beziehungsweise aufbrauchen werde ich die Sachen wahrscheinlich nie, weil das ja irgendwie farblich dann nicht immerhin so hinhaut. Aber ich bin schon mal froh, dass ich auf der Karte so viele Elemente verarbeiten konnte. Jetzt fehlen nur noch Schmucksteine. Ich habe erstmal meine Kisten rausgekramt. Da habe ich das ja alles nach Farben sortiert. Ich wusste noch nicht genau, ob ich mich für Gold entscheide oder tatsächlich dann für Braun. Naja, am Ende ist es Gold geworden. Hier habe ich eine vorbereitete Platte mit Nuvo Drops in Gold oder Mustardgold, glaube ich, ist es sogar. Und ich hebe sie mit meinem Skalpell vorsichtig an. Den Kleber habe ich ja schon vorher verteilt und einfach nur noch die Elemente da reinsetzen und andrücken. Da ihr mit dem Skalpell arbeitet, müsst ihr natürlich hier sehr vorsichtig sein und ja, bloß nicht euch schneiden. Mit der Pinzette habe ich das Ganze so ein bisschen gerade in die richtige Richtung gedrückt. Ich setze immer so ein paar Punkte mit dem Kleber und fülle dann halt das Ganze mit meinen vorgefertigten Nuvo Drops auf. Da war Transparentpapier, wo ich das aufkleben wollte und irgendwie wollte das nicht so ganz kleben. Jetzt nur noch ein paar Punkte für meine ganz feinen Schmucksteine. Das sind 2 mm Schmucksteine. Und da habe ich mich entschieden, auf dem Fähnchen, dieser eine Schmuckstein sieht so nackig aus. Da können wir noch einen Nuvo Drop dazusetzen, damit das halt nicht so einsam wirkt. Am Ende ist mir aufgefallen, dass dieser Schmuckstein ja braun ist und nicht gelb wie die anderen. Also habe ich den später auch noch ersetzt. Wir sind aber jetzt durch mit der Karte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.